bei Türchen 8 angekommen. Das bedeutet, ein Drittel der Vorweihnachtszeit ist schon vorbei. Unglaublich. Geht alles viel zu schnell. Vorab, sämtliche Infos, die es so zu diesem Thema, zu der Serie gibt, findet ihr in Video Nummer 1. Ihr denkt an den Hashtag Anne Stempel Design Adventskalender 2021, wenn ihr ebenfalls Werke daraus bastelt und die irgendwo zeigt. Und nun zeige ich euch Türchen Nummer 8. Und damit können wir loslegen und für den Jahreswechsel basteln. Da haben wir hier einmal so einen Sternenschwall, dann haben wir ein Prosit Neujahr, ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch und spring mutig in das neue Jahr. Mit Glück und Freude wird es wunderbar. Was übrigens auch ein super Geburtstagsspruch ist. Den kann man nicht nur zum Jahreswechsel nutzen. So, als erstes fangen wir an mit dem süßen Schweinchen. Klingelt nicht. Ja, eine Verpackung. Da habe ich hier ans Öhrchen Prosit Neujahr mir rangemacht. Da. Mit so einem kleinen Glöckchen, was wie gesagt nicht klingelt. Und dann kann man das irgendwie gesagt hier einfach so öffnen. Einfach, das ist so eine Sache. Da lang und da lang. Und dann kann man hier zum Beispiel eine Rocher-Kugel oder was auch immer reinmachen. Davon gibt es Anleitungen zuhauf. Habe ich selber auch, ich glaube, bei Pinterest entdeckt. Und ja, das Schwein hier hat, das sind halt lauter verschiedene große Kreisstanzer, die ich mir zurecht gestanzt habe. Und ja, das ist das kleine Schweinchen. Legen wir mal dahin. Dann habe ich hier so einen Wimpel gemacht. Den habe ich, glaube ich, bei Stempelfantasie gesehen. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Einfach mit einem Strohhalm, damit man halt eine Aufhängung hat. Habe mir hier Sterne ausgestanzt. Hier das guten Rutsch drauf gestempelt. Das kann man halt super zu Silvester zum Beispiel an eine kleine Piccolo-Flasche ranhängen und damit denjenigen einen guten Rutsch wünschen. Entweder wenn man Gastgeber ist, halt jedem beim Teller das so rauflegen oder halt wie gesagt an einer Sektflasche ranhängen oder eben als Geschenk, wenn man irgendwo hingeht. Finde ich das eine super Idee. Dieses. Dann haben wir hier, ja, relativ einfach gehalten. Da hätte ich das hier ein bisschen weiter runter stempeln müssen. So sieht man es perfekt, aber wenn man halt drauf guckt, verschwinden die Sterne hier oben so ein bisschen in dem Motivpapier. Also wenn ich das hier hingestempelt hätte, wäre es perfekt gewesen. Und ja, da habe ich hier den Spruch springen. Mutig in das neue Jahr, mit Glück und Freude wird es wunderbar. Und mit Glitzersteine. Und das habe ich weiß embossed. Dann haben wir ähnlich wie diese, also gleiche Papier, eine Schüttelkarte gemacht. Mit Sterne und so pinken Pailletten. Und da habe ich frohes neues Jahr, guten Rutsch, Prosit Neujahr. Alle drei Stempel verwendet. Die schaut so aus. Auch richtig schön. Und dann habe ich diese beiden Karten. Die sind ähnlich. Die hier basteln wir auch gleich zusammen. Wieder super, um Resteverwertung zu machen. Und da habe ich wieder auch den Spruch. Spring mutig in das neue Jahr. Mit Glück und Freude wird es wunderbar. Und hier für mich gedacht als Geburtstagskarten. Also wie gesagt, das gilt nicht nur als Weihnachts-Silvester-Set, sondern eben super auch für Geburtstagskarten. Da halt, wie gesagt, verschiedene große, breite Streifen aufgeschnitten. Zeige ich euch aber gleich. Hier ein Etikett ausgestanzt, passende Schnur jeweils genommen. Und ja, das sind die beiden Karten. Ihr sagt mir sehr gerne, was euch am besten gefällt diesmal. Und wie gesagt, alle Infos in Video Nummer 1. Und nun viel Spaß. So, hier kommt das Beispiel. Sie wird ähnlich wie die grüne Karte, die ich euch gezeigt habe. Ich habe hier mir schon einen Hintergrund vorbereitet mit so silbernen Sprenkeln. Ist nicht unbedingt notwendig, aber fand ich halt ganz schön, wenn es nochmal so ein bisschen dahinter nicht ganz nackig weiß ist. Dann seht ihr hier, habe ich mir schon Streifen zurechtgeschnitten, also wieder eine perfekte Karte, um Reste zu verwerten. Und mir auch die schon so angeordnet, wie ich sie gerne hätte. Und ja, die werde ich mir jetzt zurechtkürzen. Frei nach Schnauze. Ich habe einen Kartenaufleger mir gemacht in 10x14,4 und hier der ist 5 mm kleiner jeweils, also 9,5x13,9. So, und wenn wir 9,5 in der Breite haben, werde ich das längste Stück oben mal mit 8,5 anfangen. Mir das dann hier so zurechtlegen und direkt merken, dass ich noch ein Stück kürzer mache. Und ja, so gehe ich jetzt im Prinzip bei jedem Streifen vor, dass ich halt so gucke, wie lang ich es lasse. Und ja, das würde ich jetzt im Schnelldurchlauf machen und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, das habe ich mir jetzt so drapiert und hingelegt, wie ich es für schön empfinde. Jetzt werde ich die Sachen alle komplett aufkleben, ganz eben mit Flüssigkleber. Die Streifen haben hier alle gemischt, immer 1 cm, 1,5 cm und 0,5 cm. 0,5, 1, 1,5. Und da habe ich mir, bei der sind es 3 Farben und bei der anderen sind es 4 Farben. Also 4 verschiedene Motivpapiere drauf. Dann habe ich mir das hier schon auf so ein Tag raufgestempelt und habe mir noch nicht dieses Nupsel-Ding hier gestanzt. Das werde ich jetzt noch machen. So, dieses Nupsel-Ding ist aufgeklebt. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Dann habe ich mir hier ein für mich passendes rosanes Garn ausgesucht. Das werde ich jetzt hier durchfriemeln. Dann habe ich hier ganz dünnes silbernes, sieht man es überhaupt da, Band. Und das werde ich jetzt hier so rumwickeln. Ein paar Knoten reinmachen, damit es nicht wieder aufgeht. Ich könnte natürlich auch eine Schleife reinmachen oder das Band direkt durch den Tag ziehen, dass es fest ist. Aber ich finde das immer so ganz hübsch. Silbergarn passend zu den Silbersprenkeln auf der Karte. So, dann ziehe ich mir das hier ein Stück auseinander, schräg mir die Teile hier an. So, dann markiere ich mir noch, wo ich es mir einkürzen will, weil ich den noch einen Ticke kürzer mache. Bleistift. Klebe das mit Abstandskleber auf. Rückseite mache ich meistens meine Stempel gleich sauber. Deswegen das hier jetzt auf der Rückseite. Weil sieht ja vorne keiner. Und wie ihr seht, hätte man hier direkt 2 Karten rausgekriegt. Also ja, wenn ich eins genug habe, sind es Reste. So, das will ich jetzt so hier so und klebe mir das hier hinten bündig. Und lasst euch da gar nicht beirren, wenn das alles so ein bisschen krumm und schief wirkt. Das ist erstmal vor allen Dingen selbst gemacht und es weiß ja auch keiner, ob es gerade oder schief sein sollte. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und ruckzuck haben wir aus dem vermeintlichen Silvester-Stempelset eine Geburtstagskarte gemacht. Die jetzt hier für ein Mädchen, die andere ist gut für einen Jungen gedacht oder Herren oder Frau. Das klebe ich jetzt hier auf. Dann kommt das alles auf eine Karte. Spring mutig in das neue Jahr mit Glück und Freude, wird es wunderbar. Kartenrolling und fertig ist die Karte. Die finde ich richtig schön geworden. Mal gerne in die Kommentare, wie sie euch gefällt. Und sehr gerne nachbasteln. Uns verlinken, gern mich, alle Stempeldesign. Dann können wir die Beiträge auch sehen. Da würden sich bestimmt auch Anne und Lilly vor allen Dingen sehr freuen. Und ja, das ist die Karte zum heutigen Tag, die wir zusammengebastelt haben. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!